machen, bevor die nächste Sprecherin kommen wird, einen kleinen musikalischen Schlenker. Der liebe Hubert, Schuhgröße 42, kommt auf die Bühne, ganze 1,85 groß, und er wird uns ein Gstanzl spielen mit seiner steirischen Knopfharmonika. Applaus für Hubert. So, grüß euch, servus. Ja, hey, hab ich da Fans oder was? So, jawohl. Ich möchte natürlich auch noch ein paar Worte sagen, weil ich halt auch nicht die Duschen holen kann. Ich bin halt auch so ein Typ. Ganz kurz nur mein Werdegang in Bezug auf Aufklärung. Seit März beschäftige ich mich damit, hinterfrage. Zuerst Zeitung, ORF und diese ganzen öffentlichen Medien. Und man denkt, da stimmt trotzdem irgendetwas nicht. Wie ich auf einmal gesehen habe, von der Hand vom Bauernhof, und mein Bruder, da oben kommen nach Köfloch, auf einmal rennen alle mit einem Dorf umeinander. Da haben wir natürlich gefragt, das gibt's doch nicht, was ist denn da los? Okay, Internet eingegangen, nachgeforscht, und habe ich gesehen, ein Bundesgesetzblatt. Das kennt wahrscheinlich hier alle eh. Dann habe ich drinnen gesehen im März, dass da eine Ausnahmeregelung ist, und zwar, dass man unter bestimmten Umständen diese Maske, ich sage immer Dorf, ich rede so, nicht tragen muss, wenn man persönliche gesundheitliche Bedenken hat oder aus sonstigen Gründen. Man denkt ja super, die wissen das aber nicht alle, wo man denkt. Oder? So, jetzt bin ich da nach Graz hergefahren, aber ich gar nicht gewusst, dass es schon Demos gibt. Und habe ich mich da hergestellt, und heute ist eigentlich eine Premiere ein bisschen für mich, habe ich mich da hergestellt und habe das Bundesgesetzblatt gehabt und eine Tafel mit Protest. Und man denkt, jetzt wart ihr mal. Ich wart. Ja, auf einmal kommen Leute her und sagen, was stresst du da umeinander, was tust du da? Habe ich gesagt, naja, schau her, ich stehe nämlich da in Bezug auf dieses Bundesgesetzblatt, Inhalt und in Bezug auf freie Meinungsäußerung. Ja, und was willst du jetzt da? Dann habe ich es Ihnen gesagt, dass es in Bezug auf Masken eine Ausnahme gibt. Und ich habe wirklich gesehen, in den Augen, in den meisten ist Ihnen das von gefallen. So, große Rede, kurzer Sinn. Seitdem bin ich jeden Tag unterwegs, auch ein bisschen aufzuklären, zu versuchen. So, wenn ich da jetzt so oben schaue, ihr seid ja auch schon mehr oder weniger oder ganz nicht aufgekehrt, sondern ihr wisst, was los ist, oder? Ja. Und ich bin mir sicher, ob sie in einem privaten Bereich auch versucht, den Nachbarn oder so ein bisschen eine Information zu geben, oder? Ja. So hat es doch nicht tolle Geschehnisse oder Vorkommnisse gegeben, oft gute, auch oft nicht so gute, oder? Genau, so mir ist es auch so gegangen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt ein Stück spielen für euch als Dankeschön, aber besonders auch eine Ehre für mich, für die Frau Doktor. Was? Weil sie steht auch für uns auch und für die Idee. Steht sie an der Front, auch der Herr Eifler, Herr Dr. Eifler genauso, ja? Eigentlich habe ich Ihnen heute wohl eine Überraschung machen. Ich habe gehört, Sie wünschen den Radetzky-Marsch, gell? Ja, super! Jetzt haben wir gestern die Noten erst kommen lassen, bist du selber nicht leicht. Drum, das nächste Mal versprochen, gell? 2 Jahre habe ich es fertig. Spüre ich halt jetzt für die Oberkreiner ein Stück, und es wäre ganz toll, wenn man bei Sie als nächstes herkommt, auch zu sprechen. Und für euch, und für uns alle, und für die Zukunft. Es kommt eine sehr schöne Zukunft, glaubst du das? Sehr schöne Zukunft. Aber da müssen wir noch nicht durchgehen. Laut meinen Recherchen. Wir werden alle zu Dank
Verantwortung ist so weltweit. Glaubst du das? Ja! So. Und jetzt wäre es toll, wenn Sie mitgeratscht haben. Wenn Sie mitgeratscht haben, als Begrüßung für Sie, für den Alpha und für uns alle, dass wir heute los sind. Okay? Danke. Wie geht's weiter? Wir haben den linken Einzug.